Das ist eine gute Frage. Und die ist eigentlich einfach zu beantworten. Weil mich diese Ideologie nicht überzeugt. Ja, wenn es mir um Anerkennung gehen würde oder Freundschaft gehen würde, dann hätte ich erstmal tausende Möglichkeiten gehabt. Ich könnte in eine Karnevalsgesellschaft gehen, ich könnte vielleicht in einen Rockerclub gehen oder zu den Neonazis. Ja? Und wenn es um Anerkennung gehen würde und Freundschaft, dann würde ich auch, hätte ich den Islam auch schon lange verlassen. Weil das ist nicht das, was ich gefunden habe. Ja, es gibt zwar hier und da vereinzelt Leute, auf die man sich verlassen kann, aber ich bin nicht jemand, der von der Umma in Deutschland begeistert ist. Absolut nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, dass wir es im Allgemeinen mit extrem viel, und ich möchte nicht jeden beleidigen, wie gesagt, sollte sich keiner persönlich angesprochen fühlen, aber im Allgemeinen finde ich, dass wir es mit einem Haufen von Menschen zu tun haben, die keine Zivilcourage haben, also die große Masse auf jeden Fall. Und das ist nicht etwas, was ich irgendwie gesucht habe oder woran ich irgendein Interesse habe. Die Leute, die mich kennen, wissen auch, mit mir kann man noch nicht mal essen gehen. Ich bin gar kein Typ für sowas. Also wenn es mir um Gemeinschaft gehen würde oder Freundschaften, da hätte ich hunderte andere Varianten, wo ich nicht angefeindet werden würde, wo ich auch Kameradschaft hätte und einen auf cool machen könnte. Das habe ich auch nie gesucht. Das habe ich eigentlich immer gehabt, eher als jetzt. Muss ich sagen, eher als jetzt, weil es ist schon schmerzhaft, wenn man sieht, dass Leute aufgrund von Feigheit versuchen, irgendwelche Argumente zu finden, um gegen einen zu sein. Ja, es ist schmerzhaft, aber es geht um den Weg, es geht um die Dauer, um nichts anderes. Und wie gesagt, diese Ideologie hat mich nie überzeugt und es gab auf jeden Fall schon Zeiten, wo man eventuell empfänglich dafür gewesen wäre. Ja, wo man eventuell dafür empfänglich gewesen wäre. Ich denke, dass so an die Jahre 1992, 1991, wo es gerade auch diese Anschläge auf Asylantenheime gab, das müsste 91, 92 gewesen sein, Hoyerswerda, Rostock. Und zur damaligen Zeit, ich habe in einem Dorf in der Nähe von Köln gewohnt, wo wir fast nur Deutsche waren. Wir waren so ein richtig deutsches Dorf. Und zu dieser Zeit hatte ich wenige muslimische Freunde oder fast gar keine muslimischen Freunde. Und wenn wir mit dem Fußballverein unterwegs gewesen sind und wir waren bei diversen Vereinen gewesen, wo halt die Mehrzahl der Spieler Türken oder Marokkaner waren, das war gerade bei uns in der Nähe von Köln so die Nation, woher die meisten Ausländer kamen, dann war es regelmäßig so, dass man blöd angemacht worden ist, ja, asozial behandelt, das muss man einfach so sagen, asozial behandelt worden ist. Ich persönlich war immer jemand, der so erzogen wurde, von zu Hause aus, sofort zurückzuschlagen, sich sofort zu wehren. Ich bin nicht so jemand, der dem beigebracht worden ist, wenn es Ärger gibt, dann geh zur Lehrerin und fang an zu weinen. Sondern ich bin jemand, der erzogen ist, wenn es Ärger gibt und einer frech wird, dann zeig ihm, wer der Mann ist. Und da hat es keine Rolle gespielt, ob der aus der Türkei kommt oder aus Marokko kommt, Araber ist oder was auch immer. Das war für mich nie das Problem gewesen. Und dementsprechend hat man natürlich auch öfter mal Streit gehabt und auch öfter mal ein paar Leute weggeknallt, muss ich ganz klar sagen. Ja. Und es hat sich zur damaligen Zeit, ehrlich gesagt, bei mir ein gewisser Hass entwickelt. Ich rede damals von dieser Jugendzeit, wo man so 13, 14, 15 war. So schätze ich das jetzt ein, das ist ja schon fast 30 Jahre her. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das gewesen ist. Aber es ist teilweise so, dass man da schon Hals bekommen hat und sich gesagt hat und diese Stimmen auch laut wurden. Ey, was bilden die sich hier eigentlich ein? Was machen die mich in meinem eigenen Land dumm an? Ey, wie, was guckst du? Das sind ja so typische Sprüche, die aus der damaligen Zeit kamen. Diese Satire von einigen Komödianten, die hat ja einen wahren Hintergrund. Ja? Ey, was guckst du?
das ist ja das, was man damals kannte, worüber man sich dann auch aufgeregt hat. Und da sollten die Muslime auch, und ich wundere mich dann immer, wenn ich dann heutzutage einige Türken sehe, die sich dann über arabische Großfamilien lustig machen oder sagen, oh, die ziehen den Islam durch den Dreck. In den 90er Jahren waren es die Türken. Und heute sind es die arabischen Großfamilien. Es ist ganz klar so. In den 90er Jahren waren es die Türken gewesen. Heute sind es die arabischen Großfamilien. Ich denke, wenn wir im Allgemeinen schauen, haben die meisten Muslime, die in Deutschland leben, dem Islam keinen guten Dienst erwiesen, sondern ich würde es anders formulieren, nicht die meisten Muslime haben dem Islam keinen guten Dienst erwiesen, sondern viele Muslime haben dem Islam keinen guten Dienst erwiesen, weil sie sich asozial benommen haben. Das muss man ganz klar sagen, und da spielt es keine Rolle, aus welchen Ländern sie kommen. Ja, da braucht keiner zu sagen, oh, wir Türken waren immer die Tollen, oder wir Araber waren immer die Tollen, oder wir Albaner waren immer die Tollen. Sondern im Allgemeinen gab es von allen Nationalitäten leider sehr viele Leute, die negativ aufgefallen sind. Das ist ganz klar. Und jeder, der was anderes sagt, der verleugnet die Realität. Ich habe die Formulierung verändert von die meisten haben keinen Dienst erwiesen zu viele haben einen schlechten Dienst erwiesen, weil die Friedlichen fallen ja nicht auf. Es wird ja nicht in den Medien berichtet, oh, die Muslime haben wieder friedlich den Ramadan gefastet, die sind ja wieder nett gewesen. Das ist ja eher eine Randerscheinung, dass so etwas erwähnt wird. Die positiven Erlebnisse, die werden ja nicht erwähnt. Das heißt, zu dieser Zeit hat sich schon ein gewisser Hass entwickelt, aber es gab ja keine Ideologie, die mich jetzt davon überzeugen konnte, dass wir Deutschen oder wir Arier, ja, dass wir halt besser sind. Das gab es nicht. Es gab keine Argumente für mich, die mich davon überzeugen konnten. Und es war ja dann auch so, dass ich auch im Boxverein gewesen bin, damals bei SC Colonia. Und da hatte ich auch mit vielen Ausländern dann zu tun, die auch enge Freunde von mir geworden sind. Und das waren dann wieder so diese positiven Erlebnisse. Das heißt, auf der einen Seite Fußballverein, fast nur Deutsche oder nur Deutsche und ein Italiener oder so irgendwie, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Und auf der anderen Seite dann andauernd Stress bei anderen Fußballvereinen, die voller Türken oder voller Marokkaner waren. Und auf der anderen Seite aber beim Boxverein positive Erlebnisse mit beispielsweise Tunesiern, Türken etc., die Freunde geworden sind. So, und deswegen konnte ich das es gab für mich nichts, was mich für diese Ideologie jetzt, was mich wirklich überzeugen konnte von dieser Ideologie. Während der Islam mich überzeugt hat. Der Islam hat mich überzeugt. Wäre ich nicht vom Islam überzeugt, hätte ich den Islam schon lange aufgegeben. Ganz klar. Mir liegt absolut, absolut nichts. Absolut nichts an irgendwie irgendwo sitzen und was essen oder Freundschaft, dies, jenes. Ich habe nur ein Ziel vor Augen, diese Religion zu verbreiten. Und mein Ziel ist es auch nicht, Muslime zu verteidigen, die sich asozial benehmen oder unislamisch verhalten. Mein Ziel ist es, den Islam zu verteidigen. Das ist eigentlich in der Nussschale zusammengefasst. Da muss ich auch sagen, im Jahre 1994 bin ich ja dann nach Berlin aufs Internat, da gab es schon sehr viele Rechte, muss ich sagen. Aber ehrlich gesagt, es gab niemanden, der mich mit irgendeinem Argument überzeugen konnte von der Ideologie. Für mich war das alles nur dummes Gequatsche, ohne Hand und Fuß, mehr so eine Welle von Aufstand. Aufstand gegen die Mehrheit. Oder Aufstand ein Aufstand gegen die Mehrheit, genau. Es war nicht irgendetwas, es war mehr ein deprimiert sein über etwas und die Wut an etwas anderem rauslassen für das eigene Scheitern. So kam es mir vor.
Und es wird uns ja immer vorgeworfen, ja, wir haben den Islam gesucht, weil wir wollten auffallen. Oder wenn ich auffallen will, kann ich mal einen Irokesenschnitt machen. Wenn ich auffallen will, habe ich hunderte Möglichkeiten. Man muss ja die Frage stellen, warum habe ich gerade den Islam gefunden? Ich habe den Islam nicht gesucht. Ich habe die wahre Religion gesucht. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich beim Islam lande. Aber da bin ich gelandet, Alhamdulillah. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي غرورا.